Bitte beenden Sie die Verbauung in der Donaustadt? Nein. Hallo Donaustadt, willkommen bei meinem heutigen Donaustadt Live-Talk. Vielleicht wundern Sie sich jetzt da mit der Masken, aber die Lockdown-Bestimmungen auch im Magistrat sind besonders genau und auch besonders genau zum Einhalten. Es ist, wenn jemand im Raum ist, ein zweiter, muss Maske verpflichtend getragen werden, was ich für sehr sinnvoll halten tue. Und somit stehe ich heute einmal ganz allein im Büro. Normalerweise, Sie sehen das nicht, aber hinter der Kamera stehen ja die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und helfen teilweise und die sind jetzt alle draußen. Und wenn dann einer reinkommen muss, weil irgendwas nicht funktioniert mit dem Handy, dann muss ich die Maske wieder aufsetzen. Dem ist zurzeit nicht der Fall. Andreas Bosch, Andi, du hast mich nicht enttäuscht. Der Andreas Bosch ist ja einer derer, die mich nahezu 14-tägig nicht nur sehen, sondern auch immer wieder sehr wichtige Fragen stellen. Kannst du bitte dich einsetzen, dass die Linie 22a endlich auf Gelenkbusse umstellt? Das hängt die Gelenkbusse eher damit zusammen, dass größere Busse sind und das hängt natürlich mit dem Fahrgastaufkommen. Jetzt haben wir das Problem, dass wir in einzelnen Bereichen manchmal zur Stoßzeit oder kurz zu einzelnen Linien, ja, dass die dementsprechend stark frequentiert sind und da wirklich ein größerer Bus herkommen müsste. Aber wenn das dann tatsächlich, was weiß ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag treffen tut und den restlichen Tag fährt diese Linie nicht in der Dichte, dann ist es natürlich eine finanzielle Angelegenheit, ob die Wiener Linien umstellen. Zumal es ja nicht nur darum geht, dass jetzt da statt dem normalen Bus der Gelenksbus kommen tut, sondern wenn der Bus, die größeren, die längeren Busse haben andere Kurvenradien. Also es ist zum einen das Problem bei der Haltestelle, manche sind nicht breit genug, das geht sich nicht aus. Manche haben tatsächlich Schwierigkeiten. Auf manchen Routen ist man gar nicht in der Lage, zum jetzigen Zeitpunkt mit Gelenksbussen zu fahren. Also wenn wir da erweitern, erhöhen, also quasi nicht die Intervalle verdichten, sondern dass die Kapazitäten, Fahrgastkapazitäten erhöhen, muss man die Linie ganz genau anschauen. Und das machen die Wiener Linien, aber wir werden auf alle Fälle die Linie 22 auch überprüfen lassen. Schauen wir mal, was die Wiener Linien sagen. Wir haben auch in der letzten Bezirksvertretungssitzung sehr viele Anträge in die Verkehrskommission bekommen, wo wir über die Linienführung, Intervalle, Stationsveränderungen mit den Wiener Linien Gespräche führen werden. Gerhard Mikulasch, wieso gibt es in der Nähe vom Donauzentrum Haupteingang nur so wenig Radständer? Gegenüber entlang des U-Bahn-Geländes Richtung Norden wäre Platz für weitere Radständer. Ja, Donauzentrum, U-Bahn, ja, sind zwar unterschiedliche Besitzer, so fangen sie es einmal an, aber ich werde auf alle Fälle, warte mal, gegenüber, entlang des U-Bahn-Gebäudes Richtung Norden, Haupteingang, schauen wir es ja an. Ja, wir haben viele Radständer unter der U-Bahn, weil von Seiten der Wiener Linien ist es natürlich wichtig, dass sie das für ihre Fahrgäste machen und nicht für die Donauzentrum-Besucher. Aber schauen wir mal dort, wie die Auslastung der Radständer ist und wenn notwendig, werden wir die Wiener Linien ersuchen, dass sie zusätzliche dorthin stellen. Das Problem ist, aufgrund der Wiener Linien sind die verantwortlich, die müssen es auch zahlen. Ich kann nur auf öffentlichen Flächen Radständer machen und wenn es bei uns der Druck kommt, seitens bei Schulen oder dergleichen, wo es sinnvoll ist, dann werden wir zusätzliche Radständer machen. Wie überhaupt, das ist eine sehr wichtige und gute Frage, ist, weil man redet zwar viel über den Radverkehr und dort gehört noch ein Radweg gemacht und dort ein Radweg gemacht, aber wir müssen natürlich auch ausreichend Parkplätze für die Radeln zur Verfügung stellen, weil was hast du davon, wenn du zur U-Bahn fährst und dann kannst du das Rad dort nirgends befestigen und einfach hinstellen wird nicht gehen. Gute Idee werden wir aufgreifen, werden wir schauen, ob die dort ausgelastet sind, beziehungsweise ob man dort was machen kann. Die Frage ist, wie gesagt, die U-Bahn Wiener Linien selbst haben natürlich vorgesehen, du hast ja Wiener wie vom Donauplex, hast ja unheimlich viele Radständer, also wenn die nicht ausgelastet sind, dann werden die keine zusätzlichen machen. Ilse. Um nochmal auf die Verbauung zurückzukommen, wäre auch eine Verordnung für die Flächen bzw. Quadratmetermenge eine Begrenzung gut? Weiß ich zwar nicht so ganz im Detail, auf was hinausgeht, aber das Problem, was wir haben, ist, dass die Stadt wächst, ja, und dementsprechend die Stadterweiterung natürlich in den Bezirken stattfinden tut, die zum einen die Flächen haben und die attraktiv genug sind, dass die Leute kommen dann in die Donaustadt, wenn alle. Darum sind wir auch der größte Stadterweiterungs-, also der größte Bezirk mit dem größten Bevölkerungszuwachs von ganz Österreich. Und jetzt ist die Frage, wie man baut. Und unser Problem ist natürlich, oder das Problem ist grundsätzlich, je höher und dichter man baut, desto mehr Menschen kann man auf derselben Fläche unterbringen, wie würde man niedrig und weitläufig bauen. Und das haben wir, da beißt sich schon die Katze ins Schwarz. Würden wir alles mit Einfamilienhäusern machen oder gedeckelt mit, was weiß ich, zwei Stock, dann müsste man nämlich immens viel Fläche verbauen und verwenden,
um die Menschen, die tatsächlich Jahr für Jahr in den Bezirken nach Wien kommen, dann zu versorgen. Deswegen ist mein Ansatz, dass ich sage, überall dort, wo die öffentlichen Verkehrsmittel optimal sind, das heißt entlang der U-Bahn-Linie, ist es sinnvoll, dass wir dichter bauen, als in den Gebieten, wo jetzt da schon kleinflächiger gebaut ist, zumal in vielen Bereichen die öffentlichen Verkehrsmittel gar nicht optimal sind. Wenn ich mir die Bergsgassen anschaue, da ein Projekt, das mir von der Stückzahl, die dort hinkommen, dann ehrlich gesagt nicht gefallen tut, dort kommen 3000 Wohnungen hin. Ich halte das nicht für besonders gescheit, so wie es jetzt da ist. Also wir kriegen jetzt eine eigene Straßenbahnlinie, aber natürlich ist es sinnvoller, in der Nähe von U-Bahn-Stationen die Fläche zuerst einmal verbauen, aus ein bisschen weiter Weg, wo man dann erst recht die Probleme hat, wie bringt man die Menschen zu den öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. zur U-Bahn, weil die transportiert natürlich größere Strecken in größerem Tempo. Eva Gester Fischer, was ist mit dem Grundstück bei der alten Donau? Es wurden schon Bäume und Sträucher umgeschnitten, das was Buvo gekauft hat. Ja, die Diskussion liebe ich, weil ich habe sie, glaube ich, nahezu wöchentlich eine Anfrage. Dieses Grundstück, das die BUWU gekauft hat, teilt sich in zwei Flächen. Das ist einmal das ehemalige AGM-Gelände, wo dort die AGM oder wo der AGM war. Und davor diese Sportstätte, diese Sportfläche. Und die auf der Sportfläche selbst sind Bäume gerodet worden, die alle aufgrund, weil sie alt oder kaputt sind, also die sind alle aufgrund eines Bescheides gerodet worden, hat nichts mit eventueller Bautätigkeit zu tun. Und auf dieser Fläche ist eine Sportanlage. Ich habe überhaupt kein Interesse daran, dass dort irgendetwas umgewidmet wird. Weder, dass die Sportanlage weggekommen wird, noch, dass die Fläche, wo die BUWU oder wo das AGM war, dass man dort Wohnungen hinbauen tut. Das sage ich seit über einem Jahr. Das habe ich vor dem Verkauf von der Rewe-Gruppe selber gesagt. Das habe ich allen Genossenschaften und Bauträgern, die bei mir waren, gesagt, dass ich dort keiner Wohnwidmung zustimmen möchte und werde. Und das bleibt dabei. Es hat sich dort nichts geändert. Dass die BUWU andere Vorstellungen hat, ist legitim. Aber es entscheiden in Wien nicht die Grundbesitzer, sondern immer nur die Politik, wie die Flächen gewidmet werden. Das ist gut so und das wird auch so bleiben. Und wie gesagt, die Bäume sind gerodet worden, weil ich glaube, die Altersgrenze oder weil es kaputt waren, das weiß ich jetzt nicht, ja, aber auf alle Fälle nicht aufgrund dessen, dass Bautätigkeit ist, sondern weil auch Ersatzpflanzungen diesbezüglich kommen, also es hat damit nichts zu tun. Katrin Winter. Hallo, könnte man vielleicht Intervalle vom 25 in der Früh, 7 bis 7.30 etwas verkürzen? Derzeit sind es meist 7 bis 9 Minuten. Das ist eine Grundsatzdiskussion, die immer wieder war. Vor kurzem ist ja gewesen, dass an die Wochenende die Wiener Linien in der Früh die Intervalle ein wenig ausgedünnt haben. Und jetzt sind wir bei der Frage, ist 7 Minuten dicht genug oder nicht? Natürlich attraktiver wäre es, wenn die Intervalle noch dichter waren, wenn in noch kürzeren Abständen die öffentlichen Verkehrsmittel fahren würden. Ist eine Ressourcenfrage und eine finanzielle Frage. Ich glaube, so ehrlich muss man sein. Wenn ich statt 10 Minuten Intervalle 5 Minuten Intervalle habe, dann bedeutet das de facto, dass man das genau als doppelte Kostfrei braucht. Das doppelte Straßenbau bzw. Autobus. Ich brauche noch einen zusätzlichen Fahrer. Und hier gilt es, die Ressourcen sinnvoll einzusetzen bzw. nach der Decke strecken, wie man so schön sagen tut. Wir brauchen wahrscheinlich in der Früh, jetzt sage ich mal von 7 bis 9, doppelt so viele Fahrer und doppelt so viele Fahrzeuge wie den ganzen restlichen Tag, geschweige denn am Wochenende. Aber dass das nicht umsetzbar ist, du wirst kaum einen Fahrer finden, der nur unter der Woche 2 Stunden am Tag fahren wird und sonst nicht. Und das ist natürlich eine finanzielle Angelegenheit. Und die Wiener Linien bewerten das nach der Fahrgastauslastung. Und da ist auch so eine Geschichte, wo sich die Katze in Schwaf beißen tut. Ja, das heißt, wenn die Intervalle dichter werden, dann den zwar mehr fahren, derzeit fahren sie nicht. Und wenn sie jetzt in der Straßenbahn 20 Leute haben, in dem Moment, wo sie die Intervalle, was weiß ich, dritteln oder auf Dritteln erhöhen, haben sie dann nachher 15 drin oder 12 drinnen. Also das sind alles die Überlegungen, die wirtschaftlichen Überlegungen der Wiener Linien. Und mit den Ressourcen muss man halt sinnvoll, so sinnvoll wie möglich umgehen. Eva Christa Fischer, bitte beenden Sie die Verbauung in der Donaustadt? Nein. Da brauchen wir gar nicht diskutieren, das wird sicher nicht stattfinden. Es ist zwar schön, ja, dass es immer wieder Bürgerinitiativen sich bilden, die gegen Wohnprojekte sind und die gegen die Verbauung sind, aber die Politik muss auch die Bürgerinitiative der Wohnungssuchenden sein. Allein in der Donaustadt kommen jedes Jahr 4000 neue Donaustädterinnen und Donaustädter und die kommen ja nicht, weil ich Werbung mache und dann sagt, zieht zu mir in die Donaustadt, da ist so leiwand, das wissen die meisten eh, sondern weil die Menschen in die Stadt ziehen. Zum einen die jungen Familien, zum anderen die Landflucht unter Anführungszeichen, weil natürlich die Möglichkeiten in der Stadt ganz andere sind.
verstehe ich, ne? Gerade wir in der Donaustadt haben natürlich in vielen Bereichen, nicht überall, aber in vielen Bereichen ländlichen Charakter. Und ich habe das oft, dann stehst du dort und redest mit den Leuten und der wohnt direkt nachher vor einem unverbauten Feld oder dergleichen und ist selbst erst vor 20 Jahren hingezogen, weil vor 20 Jahren dort gebaut worden ist. Und mit welchem Recht, ja, war der der Letzte, der was dort bauen hat dürfen, beziehungsweise der hinter ihm, der hat vor 20 Jahren selber gesagt, wie er jetzt da. Es geht nicht, wir können die Verbauung nicht stoppen. Die Frage ist, ob wir sinnvolle Verbauung zulassen, und das habe ich bereits gesagt, dort, wo ich Lücken schließen kann, dort, wo ich Flächen bei öffentlichen Verkehrsmitteln, speziell bei den U-Bahnen haben, dort ist es sinnvoll und nicht in den kleinen Flecken, die wir jetzt haben. Und diese, jetzt sage ich einmal Monsterbauten, ja, weil für die Einfamiliengebiete sind es Monsterbauten, wenn ich dort 15 Wohnungen hinbauen tue. Wenn ich da einmal kurz nach rechts schauen tue, die Bernoulli-Straße, und das ist der Gemeindebau mit 8 Stock, mit, weiß ich nicht, über 50, 60 Stiegen oder dergleichen. Naja, das sind, weiß nicht, 8 Stock, 9 Stock. Da ist dieses Häuschen, ja, was wo andere als Monsterbau betrachten, dann schon sehr klein. Und es ist immer die Frage der Relation und wo passt was rein. Und da muss man sich halt anschauen, wir haben das Problem, dass wir gerade in diesen Gartensiedlungen und Siedlungsgebieten derzeit ein Übermaß an dichtester Verbauung haben. Da werden Vorsorgewohnungen, Hiklatschgart, relativ kleine Wohnungen, so viel wie möglich, so viel Fläche wie möglich herausgeholt. Da gibt es diesbezügliche Gespräche. Ich hoffe, dass wir über die Bauordnung was machen können, dass nicht so hoch gebaut werden kann, dass weniger Flächen noch versiegelt werden können, weil man sieht immer nur die Verbauungsfläche, ist dasselbe, wie wenn ich ein Einfamilienhaus hinbauen tue. Die Widmung ist genau dieselbe für alle. Das Problem ist nur, wenn ich dort ein Haus hinbauen tue, ja, für zwei Familien, ja, was weiß ich, zwei Generationen, dann haben die, weiß ich nicht, 3 Autos. Wenn ich dort hinknallen tue, jetzt aber nachher 12 Wohnungen, dann haben die 10 Autos. Ja, dann haben die aber auch 10 Gartenschupfen, ja, und 6 davon haben einen Vorgarten, und da wird dann tatsächlich immer mehr Fläche versiegelt, die zwar nicht jetzt verbaut wird, aber zumindest nicht mehr Grünraum und Freiraum, und da gehört der Regel vorgeschrieben, beziehungsweise das müssen wir sich anschauen. Aber die Verbauung zu stoppen, nein. Birgit Eigner. Um den Herstädtner Teich ist es leider im Moment ziemlich vermüllt. Das ist schade, wenn jemand auf die Idee kommt, tatsächlich am Teich, der wunderschön ist und relativ naturbelassen, gerade wie der Herstädter Badeteich, dass die da den Mist wegschmeißen. Ich darf ja nicht sagen, dass Arschlöcher sind, aber denken darf ich mir es schon. Ne? Weil ich meine, wir sorgen dafür, dass es wunderschöne Erholungsmöglichkeiten gibt, und wenn einer dann zu feuer ist, dass er das Sackl oder die Dosen in Mistgewehr hat, und die sind dort ausreichend, jetzt noch nicht dicht an dicht, weil wir dort nur eine Verbauung und nicht eine Mistgewehranlage haben, die Leute, die den Dreck dort lassen, dann es ist wirklich völlig inakzeptabel. Und wenn einer von euch das schon einmal gemacht hat, schaumt euch. Ja, es ist wirklich nicht notwendig. Ich werde die 42 informieren. Wobei, man kann das recht kurzfristig, Sie müssen nicht immer warten auf einen Live-Talk unter 4.080.42, wir werden das noch hinschreiben nachher im Live-Talk, unter 4.080.42, das ist das Gartentelefon der MA42, wenn verunreinigte Grünflächen sind, bitte das dort melden, und vielleicht erwischt das auch die, was das machen, dann meldet es auch. Jasmin Jasse, hallo. Könntest du mir vielleicht helfen, zu einem Vormerkschein von Wiener Wohnen zu kommen? Nein. Ich bin alleinerziehende Mutter von 2 Kindern, wohne jetzt alle 3 Jahre ab, weil ich auf die Mietfalle, weil alle Kriterien erfülle. So. Kann ich nicht zu teuer. Also grundsätzlich nein. Ich kann nicht hergehen und kann jemandem helfen, einen Vormerkschein zu bekommen, wenn Wiener Wohnen Nein sagt. Die Kriterien sind für alle gleich. Das Problem ist natürlich, und sie haben sie da reingeschrieben, oder du hast das eingeschrieben, dann könntest du mir. Ja, du hast das eingeschrieben. Ja. Wenn du wohnversorgt bist, wenn du eine Wohnung hast, ja, ohne dass du jetzt da rausgeschmissen wirst, ohne dass befristet ist, ohne dass, was weiß ich, du Gefahr rennst, dort rausgehauen zu werden, ja, dann wirst du keinen Vormerkschein bekommen, aus dem einfachen Grund, weil man Tausende, ich weiß nicht, ob es zigtausend sind, aber Tausende sind, ja, die tatsächlich Wohnungen suchen, die keine Wohnung haben. Oder die unter Bedingungen leben, die derartig beengt sind, dass es schlimm ist. Die 860 Euro, ja, sind natürlich eine hohe Summe, aber nur, dass man eine billigere Wohnung kriegt, ja, für das gibt es halt leider keinen Vormerkschein, und da kann ich nicht helfen. Die Vormerkbestimmungen in Wiener Wohnen sind erstens einmal ersichtlich und ganz klar, so ehrlich muss man sein. Ja. Man kann maximal versuchen, dass man sagt, schauen Sie nach um oder schau dich um, ob es da günstigere
private Genossenschaft gehen tust oder private Mietwohnung. Wiener Wohnen selbst, da gibt es leider keine Chance. Ja. Wenn man wohnversorgt ist, gibt es keinen Vormerkschein. Da kann dir ich nicht helfen, da kann dir der Bürgermeister nicht helfen. Das sind die Kriterien, die sind leider einzuhalten. Ja. Gerhard Miklasch. Ja. Wie viele teure, freifinanzierte Neubauwohnungen stehen derzeit in der Donaustadt leer? Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht viel, weil in Wahrheit die, was die Wohnungen bauen, nämlich genau die Neubauwohnungen, die freifinanzierten, die wollen ja Geld machen damit. Ist diese Diskussion über die Leerstandsgeschichte heute immer für spannend. Ja? Man muss sich vorstellen, was bedeutet das aber? Ja? Wenn ich jetzt ein Bauträger bin und ich baue Mietwohnungen, die ich zum Vermieten habe, ja, dann habe ich es und wenn ich die nicht vermiete, verdiene ich kein Geld damit. Jetzt zu glauben, dass die freiwillig kein Geld verdienen, glaube ich nicht. Ich glaube es nicht. Und ich denke mir, du merkst das ja auch, wenn du durch einen Bezirk fährst, also in der Donaustadt, in anderen Bezirken ist es anders. Na, so oft steht nicht draußen, da sind noch Wohnungen frei unter Telefonnummer, kannst du eine haben. Das passiert manchmal bei neuen Objekten. Wenn irgendwas gebaut wird, hier kommen Wohnungen her, eine Telefonnummer sowieso, ja, wenn du eine haben willst. Ja. Meistens ist es so, dass das Ganze noch, weiß ich nicht, nach ein paar Monaten während der Bautätigkeit oder wenn das schon Formen annimmt, dass man sich was vorstellen kann, kommt irgendwann die Tafel dann weg, weil es meistens dann schon verkauft sind. Das ist die erste Geschichte. Dann haben wir noch eine Diskussion, wir haben es ja bei den Gemeindebauten, wo nachher sagt wird, Gemeindewohnungen sind frei. Nein, Wiener Wohnen geht nicht her und hat eine einzige Wohnung frei und vermietet sie nicht. Aber es gibt Wohnungen, die kann man auch nicht vermieten, aus verschiedensten Gründen. Ein möglicher Grund ist zum Beispiel, dass sie saniert werden. Jetzt kommt die zurück, die wird aufkategorisiert. Dort wird was, was ich, eine Dusche gebaut oder das muss ein bisschen saniert werden oder das muss was repariert werden. Dann hast du im Gegensatz, wenn du daheim jetzt da brauchen tust, ein neues Klo, weil es hiervon ist, dann gehst du nicht her und sagst, ja, ich suche mir einen Installateur und gibst ihm 2 Monate Zeit. Die Gemeinde Wien, ja, geht her und hat Kontrahenten, denen man den Auftrag gibt, die dann auch einen gewissen Zeitrahmen haben, weil natürlich der nicht justament am nächsten Tag frei hat. Das kann dann schon ein paar Wochen dauern. Wenn das mehrere verschiedene Kontrahenten oder Tätigkeiten sind, kann es dauern. Und was ein großes Problem ist, was meistens der Fall ist, bei Verlassenschaften selbst, wenn die Verlassenschaft nicht geklärt ist, dann stehen Wohnungen oft monatelang leer, bevor sie wieder vermietet werden können. Ne? Dann hast du sicher ein paar Wohnungen, die stehen zwar leer, ja, aber da zahlt einer brav in Miete, ist dort angemeldet. Und in dem Moment, wo der hauptgemeldet ist, wird Wiener Wohnen von sich aus nicht tätig werden, wo er sollten sein. Wir haben 220.000 Wohnungen, wir können nicht hergehen und so regelmäßig, was man sich einmal im Jahr überprüfen, ob dort tatsächlich wer wohnen tut. Also wenn hier Meldungen aus der Bevölkerung kommen, dass Wohnungen leer stehen, dann geht man dem nach. Aber man muss das zuerst einmal beweisen können. Und um wieder zurückzukommen, bei den Freifinanzierten halte ich es noch für viel Ärger, weil die wollen ja Geld machen damit. Es gibt ja keinen, der dort was bauen tut, ja, wenn er nicht eine Marie machen will. Ich glaube nicht, dass die jetzt da bewusst leer steht haben. Und ich glaube zumindest in der Donaustadt, ja, die ist attraktiv genug. Es ziehen auch so viele Leute in den Bezirk, dass die großteils alle vermietet sind. Ich wüsste nicht, außer man kauft sich eine Wohnung, damit man es nachher hat, weil man, was man sieht, die Kinder nachher in ein paar Jahren hat und man wüsste es nicht auch, dass man es vermieten tut. Ja, das kann schon sein. Wenn man viel zu viel Geld hat, ja, solche Leute gibt es auch. Aber meines Wissens nach sind die wenigsten leer. Christian Dunkel. Es gibt überhaupt so eine extreme allgemeine Bausucht in Wien seit Längerem. Ich frage mich bei solchen Massen, wer zieht da ein? Ja, die was einziehen dann. Also wenn 4.000 neue Donaustädterinnen und Donaustädter, beziehungsweise neue, wenn wir um 4.000 Personen wachsen, dann sind es genau die 4.000, die kommen dann. Und die Donaustadt kann ich nur sagen, das sind das sehr viele junge Familien. Wir haben natürlich den Vorteil, dass wir noch im Gegensatz zu im innerstädtischen Bereich viele Grün- und Freiflächen haben. Wir haben über 50% Grün- und Freiflächen, du bist in relativ kurzer Zeit in Erholungsgegenden. Also da ist die Donaustadt schon ein Traum. Und in dem Bezirk bei uns ziehen junge Familien, wo die, welche anderen kommen dann, weiß ich nicht, aber ich nehme mal stark an, dass so diese grundsätzliche Diskussion oder Thematik der Landflucht, dass die Leute vom Land wegziehen und in die Städte gehen dann, dass die gegeben ist und dass Wien natürlich, ja, in Österreich, in Europa, ja, eine der schönsten Städte und in Österreich sicher die schönste Stadt ist, da brauchen wir nicht diskutieren und die Donaustadt ist halt auch Bezirk. Mäßig denke ich mir an der Nummer 1, also ich sehe es auf alle Fälle so, ich hoffe, Sie auch. Und die kommen halt, und es kommen halt so viele Leute zusätzlich jedes Jahr zu uns nach Wien. Sylvie, aufgrund der Corona-Zeit gibt es immer mehr Hundebesitzer, wird an zusätzlichen Hundezonen gedacht. Also, ich muss gestehen, ich hoffe, die Leute legen sich nicht wegen Corona einen Hund zu. Also, Hund ist kein Spielzeug, ja, sondern das hätte man schon
sich gut überlegen, ja, wenn man sich ein Haustier zulegen tut. Und auch, und das muss man auch sagen, ja, aufgrund der Örtlichkeit, wo man selber wohnen tut, sollte man sich auch überlegen, ob es möglich ist. Es gibt leider Gottes Gebiete, wo wir nicht ausreichend Hundezonen haben. Die Stadt selbst kann ja Hundezonen nur auf den Flächen errichten, die der Stadt selbst gehören. Wir kennen da keinen privaten Zwinger dazu, eine Hundezone auf seinen Flächen zu machen. Wir kennen auf den 41er Flächen keine machen. Also es gibt tatsächlich Bereiche, es gibt ja im ersten Bezirk und im innerstädtischen Bereich viele Gebiete, wo es keine Hundezonen hast und wenn dann, ja, das ist aber dann schon ein Hundeklon, keine Hundezone. Ja. Wir haben in der Donaustadt zwar viel, aber dass zusätzlich jetzt da aktiv daran gedacht wird, die Gegend zu durchforsten, da man nicht. Immer wenn Anfragen aus der Bevölkerung kommen, schauen wir sie an. Aber wie gesagt, das größte Problem sind die möglichen Flächen und natürlich das Konfliktpotenzial. Man muss auch in aller Offenheit sagen, Hundezonen haben einen großen Nachteil. Also der Vorteil war ein Nachteil, das ist ein Hund. Und die sind halt nicht unbedingt leise, die sind halt, die müssen halt auch am Abend, in der Nacht oder in der Früh aufs Klo gehen die Hunde und werden dort ausgeführt und dann hast du auch dementsprechend eine Lärmbelästigung, was im dichtest oder im dicht verbauten Gebiet immer wieder zu Konflikten sorgt. Das ist immer so eine Gratwanderung, aber grundsätzlich muss ich gestehen, ich wüsste nicht, dass wir jetzt Corona-bedingt zusätzliche Hundezonen errichten und ich halte es auch nicht für gescheit, ja, dass man sich Corona wegen dieser Krankheit ein Haustier zulegt, das sollte gut überlegt sein und sollte auch mit der Örtlichkeit zusammenhängen, die man auch dem Hund bieten kann, weil, wie gesagt, es ist ein Lebewesen und kein Spielzeug. Stefan Kreuzer, was wird aus der Verkehrsberuhigung in der Markebegasse, wo jetzt fast alle Neubauten fertig sind? Dort haben wir 30 erreicht, also beziehungsweise dort ist Tempo 30, das ist das, langsamer geht es nicht, ja, also weniger als eine 30er-Zone werden wir nicht machen, wenn trotzdem zu schnell gefahren. Ich habe immer das Problem mit diesen 30er-Zonen. Wir haben in Wahrheit in vielen Wohnbereichen in den letzten Jahren nachjustiert und an 30er gemacht statt an 50er und dazu stehe ich, aus einem einfachen Grund, ich bringe das immer als Beispiel, jetzt fährst du mit einem 50er und du fährst und dann springt da ein Kind über die Straßen oder auf die Straßen und du siehst das und in dem Moment, dass du reagierst und bremst und bleibst stehen vor dem Kind, ja, dann ist das dieselbe Distanz, wenn du mit einem 50er fährst, genauso aufmerksam und korrekt, ja, das Kind spielt auf die Straßen, dann ist der Zeitpunkt, wann du zum Bremsen anfängst, der Zeitpunkt, wo du das Kind auf der Motorhaube hast. Ja. Und das Argument ist für mich ausschlaggebend, dass ich grundsätzlich in Wohngebieten, wo ich die Flüssigkeit des Verkehrs ja, nicht unmittelbar behindern tue und dass man es dort auf 30er runterschauen kann. Ja. Das bedeutet, dass ich noch am nächsten Tag oder in den nächsten zwei, drei Wochen habe ich einmal die Schreiben von denen, die was dort zahlen müssen. Ja, weil dann heißt es wieder, ist nicht angeschrieben, kann man nicht die Leute verständigen, ich wüsste nicht wie, wahrscheinlich sollte man ganz Wien schicken, wenn man eine 30er-Zone errichtet, weil man weiß ja nicht, wer durchfährt. Da hast du einmal wochenlang nachher die Diskussion, warum ein 30er, ja, warum ist nicht dauernd beschüttert, ja, da gibt es ganz klare Straßenverkehrsordnungsvorschriften. So, und irgendwann ist dann der Zeitpunkt, wo nachher der nächste Schein kommen dann, was heißen tut, der 30er wird dann eingeholt. Mag sein, wir werden auch die Markebergassen überprüfen lassen und schauen, was man dort machen können, um unter Umständen Maßnahmen setzen kann. Aber mir ist lieber, sie halten sich nicht an einen 30er und fahren 32, also sie halten sich nicht an einen 50er und fahren 52. Am liebsten wären wir, wenn alle einen 30er fahren hätten. Ich kann nur nicht den 30er gerne. Ja, Maßnahmen, also abbremsen im Verkehr, dass man nur mal noch im Stau bzw. nur mal noch im Schritttempo fahren, werden wir nicht machen, zumal er damit ja auch eine weitere Belastung der dort wohnhaften Bevölkerung wäre. Birgit Eigner. Schwieriges Thema. Kirche Siegesplatz. Das Glockengeläut ist extrem lästig. Vielleicht könnte man zumindest am Wochenende das Angelusläuten in der Früh abstellen, wenn sonst wer am Sonntag, Feiertag um 7 Uhr so viel Lärm macht, wird er wahrscheinlich angezeigt. Da wollen sie aber jetzt nicht wirklich von mir irgendeine Stellungnahme oder dergleichen dazu. Also ich glaube, das ist eine Situation, die haben wir in ganz Österreich und auf der ganzen Welt. Und da wird von seitens der Bezirkspolitik ganz sicher nichts dagegen unternommen werden. Tut mir echt leid, ja. Ich höre es auch, wenn ich im Garten draußen bin, weil ich wohne in der Nähe vom Siegesplatz. Damit kann man leben und es wird sich sicher auch nicht ändern. Johanna Marlin, es braucht ganz sicher, ganz dringend mehr Schatten im Motorikpark. Werde ich weitergeben, wobei ich davon ausgehe, dass bewusst die Beschattung bzw. die Geräte und Spielgeräte so gewählt sind. Die frage einmal nach, damit ich zumindest weiß, aus welchem Grund dort nicht mehr Schattenplätze gemacht worden sind, weil es stimmt, es sind viele Spielgeräte, aber ich nehme jetzt stark an, eben weil es Spielgeräte sind und nicht zum, aber
kenne ich mich nicht aus, werde ich klären, aber da schicke ich noch was nach, weil da frage ich, jetzt will ich selber wissen. Da frage ich selber noch, keine Ahnung. Hör mal. Hier haben wir einen Steinmänner. Es werden im Bereich der Bogelstraße, Städtnerstraße, ca. 1000 Wohnungen entstehen. Wie wird auf die Verkehrssituation auf der Städtnerstraße damit umgegangen? Na, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass mit der Errichtung der Stadtstraße eine wesentliche Erleichterung der gesamten innerbezirksmäßigen Verkehrssituation erfolgen könnte. Allein die Wohnungen selbst wird keine Änderung der Maßnahmen sein. Wenn derartige Wohnprojekte sind, hast du zwar oft, dass nachher die, also was immer passiert ist, wenn Wohnbau kommen tut, dass man die Ampelphasen und die Ampel an Lichtsignalanlagen anpasst, dass man dementsprechend schaut, wie sind die Bewegungen, wie ändern sich die Verkehrsströme vom motorisierten Individualverkehr oder auch von den Radfahrern und dergleichen und von den Fußgängern. Aber unmittelbar Änderungen im Verkehrskonzept wird nicht passieren. Die Stadtstraßen wird sicherlich eine Entspannung bringen, wenn wir eine leistungsstarke Straße haben, wo viel an Durchzugsverkehr abgefangen werden kann und auf ein hochrangiges, leistungsstarkes Straßennetz gebracht werden, ja, dann ist das schon sinnvoll. Aber wie gesagt, derzeit wird nichts unmittelbar geplant, dass sie ändern soll. Es gibt jetzt keine Fragen mehr. Dann weise ich noch einmal darauf hin, weil das mache ich immer zum Ende, egal wie viele Fragen noch kommen, auf meine Aufweisen. Und zwar, nächster Donnerstadt Live-Talk findet am Donnerstag, dem 15. April um 17 Uhr statt. Ich hoffe, dass da wieder viele dabei sind. Ich hoffe, dass wieder viele Fragen kommen. War wieder heute eine sehr nette halbe Stunde. Die werden wir jetzt nur die Masken aufsetzen, damit die Mitarbeiter zu mir ins Büro kommen dürfen und den Live-Talk beenden. Bis dahin alles Gute. Gesund bleiben, das ist das Wichtigste. Bitte. Das war ziemlich informativ. Vergesst nicht, das Video zu liken und abonniert meinen Kanal. Ich warte so lange. Passt. Bis dann.